Hallo, jetzt willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr Auto etwas verschönern könnt. Und wieder einmal vorab gesagt, ich bin Cello 385, der euch alle bumst. Anfang 20 aus Frankfurt am Main, Bornheim, du weißt. Ich bin kein krasser Tuner oder Kfz-Mechatroniker und möchte das auch gar nicht sein. Why the fuck you lying? Ich möchte einfach nur zeigen, was ich finde, was schön aussieht bei einem Auto. Fangen wir an mit dem ersten Punkt, und zwar Aufklebern. Ihr kennt es sicherlich bei einem Audi, hinten die Audi-Ringe auf der Tür, welche aufgeklebt sind. Sowas ähnliches habe ich für mein BMW bestellt, natürlich mit M-Performance Logo. Am Anfang wollte ich es auch aufkleben, habe mich dann aber umentschieden, weil es ist schon etwas peinlich, sagen wir mal, wenn man kein M-Paket hat und auch nicht gerade viel PS, sich so etwas aufzukleben. Also habe ich sie einfach an die Einstiegsleisten geklebt und ich finde persönlich, es sieht schick aus, es sieht nicht jeder und es ist gut für das ein oder andere Bild auf Insta. Und ich habe diese Kleber nicht bei BMW bestellt, welche dort meiner Meinung nach einfach viel zu viel kosten für das, was sie sind, sondern einfach über eBay. Und von der Qualität her kann ich nicht meckern. Es hält seit einem Jahr und was will man mehr für? Ich glaube 14, 15 Euro waren das. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ein klares Muss für jedes Auto, welches eine Einstiegsbeleuchtung hat. Und zwar die Einstiegsbeleuchtung auszutauschen gegen eine Beleuchtung mit einem Logo. In meinem Fall das BMW-Logo. Ich persönlich finde, es lässt das Auto direkt optisch wertvoller aussehen und ihr werdet das ein oder andere Mal auf dem Parkplatz sogar darauf angesprochen. Es ist einfach ein wahrlicher Hingucker und das gerade mal für wieder über eBay 15 bis 20 Euro. Und nein, qualitativ ist da kein Unterschied meiner Meinung nach zu einer Beleuchtung, die ihr direkt über BMW bestellt, die dann um die 60 bis 70 Euro kostet. Also was wollt ihr mehr, wenn es gerade mal... Also was wollt ihr mehr, wenn es 15 Euro kostet und mindestens ein Jahr schon mal hält? Kommen wir jetzt zum dritten Punkt, und zwar die Ambientebeleuchtung, die in meinem Auto mir zuerst gar nicht aufgefallen ist, weil sie viel zu blass ist. Also habe ich im Internet nachgeguckt, wie ich das verbessern könnte. Klar, jetzt könnte ich eine neue kaufen, die 50 bis 60 Euro kosten würde und dann verlegen müsste. Hä? Jedoch habe ich auch gesehen, dass man ganz einfach Plastikstreifen kaufen kann. Also habe ich die einfach drunter geklemmt und nun hat man so einen Effekt, sage ich mal, als würde da so ein roter Streifen sich langziehen durchs Auto. Ich werde euch das einblenden. Jetzt ratet mal, wie teuer so etwas war. Und nein, wenn ich euch gleich den Preis sage, ich habe mich nicht abziehen lassen, das war schon die günstigste Option. Sage und schreibe, 45 Euro habe ich für diese scheiß vier Plastikdinger bezahlt. Sie sind geistig behindert. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, meine anderen Videos abzuchecken und den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.